Hallo Leute und herzlich willkommen auf dem Sachsenring mit der Ryu Racing League und zwar in der Motorsportklasse der DTM. Wir sind vier auf Platz 4 gestartet, hatten gedacht, dass es heute ein sehr, sehr gutes Rennen 1 wird, aber dann kriegen wir hier Oversteer und wir verlieren die Karre. Gut, dass wir hier keinen Schaden davon nehmen. Das Rennen startet dann dementsprechend überhaupt nicht gut. Von Platz 4 auf Platz 10 Ja, das hat zurück. gar keinen Sinn gemacht. Es wird auch nochmal so kommen, dass wir in Wir Rennen reinkämpfen ins Rennen 1 hier. definitiv sehr, sehr viele Probleme haben werden. Denn das Auto wirkte ziemlich, ziemlich, ziemlich übersteuernd. Ich kam damit dann doch schon im Qualifying oder auch mit dem normalen Training besser klar. Ich habe, um ehrlich zu sein, mit sehr, sehr Also wenig diese Dirty Fuel Air kickt auch ja heftig rein. trainiert, deswegen könnte es auch sein, dass hier der ein oder andere Fehler drin ist, wie dieser hier. Da kippt mir die Front tatsächlich weg und ich Das kann es gibt's nicht mehr nicht. korrigieren. Mittlerweile denke ich einfach, ich bin ein bisschen verflucht, was die DTM-Liga angeht, weil die 21er Autos sind absolut nicht mein Favorit. Ihr seht es oben rechts, Boxenstopp-Fenster öffnet für 15 Minuten und wir dachten uns, was haben wir zu verlieren, als sofort als erstes. Beziehungsweise als zweites, Ricky, aka Zendex Gaming, ist vor uns auch nochmal in die Box gegangen. Haben also beide einen richtig, richtig Early Undercut gemacht, aber was bringt uns das alles, wenn wir uns Ey, hier das wegdrehen? gibt's nicht, ne? Da rege ich mich dann doch ein bisschen lautstärker auf, aber ja, so ist das dann halt mal. Und dann passiert es wirklich, ich muss sagen, das ist glaube ich meine allererste Blue Flag, die ich jemals in meiner virtuellen Rennkarriere gekriegt habe. Ist nicht nur eine, sondern auch zwei. Aber letzten Endes kommen wir wieder auf die Lead Lap, weil die beiden natürlich wieder pitten müssen. Deswegen eigentlich erstmal halb so wild, aber wir müssen hier Sportsman-like bleiben. Das heißt, wir lassen die bleiben natürlich vorbei und versuchen sie so wenig wie möglich zu behindern, bis gar nicht zu behindern. Das ist auf jeden Fall der Kodex, den man befolgen sollte. Juhu, ich bin auf der richtigen Runde wieder. Jetzt sind wir wieder auf der normalen Runde, wo wir sein sollten. Und ja, durch den Boxenstopp sind wir dann tatsächlich einen Platz nach vorne gekommen, konnten uns dann auch an Holte hier dran arbeiten und versuchen hier Platz 9 auf jeden Fall uns zu holen. Allerdings ist es dann doch hier sehr, sehr schwierig zu folgen. Die Dirty Air kickt hier richtig, richtig hart rein. Also die Abgase des anderen Autos verwirbeln deine Aerodynamik, wo du nicht den aerodynamischen Tritt hast, den du jetzt brauchst. Aber sehen wir auch hier in der Kurve, da kriege ich auch ein bisschen übersteuern, kann noch korrigieren. Haben jetzt gerade auch wirklich eine geile Side-by-Side-Action hier und die entscheiden wir jetzt für uns. Aber der Mercedes kann ja dann doch außen dran vorbeigehen. Dachte erst beim Rausbeschleunigen, vielleicht er ist schneller, aber da ist unser Audi dann doch recht stabil. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich das, was ich euch von Rennen 1 zeigen kann. Denn Rennen 1 war jetzt nicht mehr so ereignisreich, dafür ist Rennen 2 auf jeden Fall besser. Lasst an dieser Stelle gerne ein Like, ein Und B4 kostenloses auf Abo B8 da. gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich supportet. Ja, Rennen 2, da starten wir mit Reverse Grid auch von Platz. Ne, wir starten sogar von Platz 3. Entschuldigung, wir starten von Platz 3. Und wollten jetzt diesmal wirklich Runde 1 erstmal überleben. Weswegen wir auch hier ein bisschen zurückhaltend sind. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, der Mittelstint hier wird nicht allzu dolle sein. Denn auch hier gehen wir in sehr, sehr Early Undercut ein und ja, versuchen unsere Race-Strategie 1 auch einfach nochmal zu kopieren. Allerdings, Runde 1 war sehr, sehr gut von uns. Wir konnten uns hier an Holte dranhalten. Auch hier in dieser Phase des Rennens, beziehungsweise in diesem Sektor der Strecke, mein Fehler. Hab mich da falsch ausgedrückt. War der Audi ziemlich gut. Wir konnten hier ziemlich nah am Apex ranfahren, egal wie weit die Reifen abgenutzt waren oder sonstiges. Auch hier wirkte der Audi recht gut, aber sobald du hier in der Dirty Air bist, was wir jetzt gerade sind, ist es hier ganz schön schwierig zu folgen. Kann auch sein, dass es das mit allen Autos so ist. Aber ja, okay, gut, den weiteren Weg wäre ich jetzt vielleicht nicht gefahren. Aber ansonsten, vielleicht können wir jetzt hier nochmal dran vorbeigehen und schauen, was so geht. Machen genau denselben Move gegen heute wie in Rennen 1. Und da will er verteidigen, aber da kriegt er die Kurve nicht. Wir kriegen sie aber, sind kurzzeitig auf Platz 1. Und Mathis Düvel geht jetzt hier einfach durch und schnappt sich im BMW Platz 1 vor unserer Nase weg. Im Hintergrund auch nochmal BMW gewesen, der jetzt ein bisschen Oversteer kriegt. Das war der gute Ricky. Ja, an dieser Stelle 3 Minuten
vergangen, beziehungsweise abgeschlossene Runden haben wir jetzt zwei. Und der Ferrari-Fahrer Felix Gruber geht ja an uns ja nicht vorbei, sondern ich kriege Oversteer und rast ihn rein. Und ich sage euch ehrlich, ich bin so ein fairer Fahrer. Blue Peter wäre sowieso, aka Felix, wäre sowieso dran vorbeigekommen. Also da werden wir definitiv fair bleiben und ihn da vorbeilassen. Ja, ich habe es gerade gesagt, in der Dirty Air kickt die Kurve auf jeden Fall doppelt rein. Deswegen drehen wir uns da weg, finden uns dann wieder auf Platz 9. Ihr habt gesehen, die Pace ist auf jeden Fall da. In diesem Fall auch oben rechts das Boxenstopp-Fenster wieder offen. Und wir werden auch wieder als erster in die Box reingehen. Das Problem hier am Sachsenring war tatsächlich der Reifen vorne rechts. Der war immer ziemlich warm und wurde auch ziemlich extrem abgenutzt, wo die linke Seite dann doch ein bisschen kälter ist. Aber naja, hoffen wir jetzt, dass dieser Undercut uns ein bisschen weiter nach vorne spült und wir auch die Phase durch den Undercut hier eigentlich gut bewältigen, aber uns passiert genau dasselbe. Es kann natürlich auch daran liegen, dass der Reifen vorne rechts komplett überhitzt ist. Allerdings habe ich keine Einstellung gefunden, wie ich das ein bisschen entgehen kann. Wir müssen jetzt hier 2 Minuten vor Schluss uns dann nach dem Dreher hier wieder an Ricky dranarbeiten, aka Zendex Gaming. Wir hatten wieder einen super Fight, der dann wirklich jetzt über diese 2 Minuten auch geht. Hier in der letzten Kurve im Quakenberg hatte ich tatsächlich oft die Möglichkeit dran vorbeizugehen, aber ich muss auch sagen, dass der BMW ziemlich gut war beim Rausbeschleunigen. Und Ricky, ja, weiß schon mittlerweile, was mein Main-Move hier in der DTM ist, und das ist tatsächlich die Switchback. Und die verteidigt er eigentlich immer recht gut. Außer, muss ich sagen, in der letzten Runde, beziehungsweise, ja, die letzte Kurve in der letzten Runde, da hoffe ich, seid jetzt alle gleich gespannt drauf, denn das wird richtig, richtig eng. Und da hättet ihr vielleicht eine Option gehabt, die man ja in echt, glaube ich, gezogen hätte. Aber in der virtuellen Welt finde ich das immer ein bisschen ja kontraproduktiv. Da könnt ihr dann am Ende in die Kommentare schreiben, was ihr hättet gemacht. Weil an manchen Stellen ist das in der DTM ja quasi erlaubt. Aber schauen wir gleich mal. Wie gesagt, jetzt 1 Minute vor Schluss. Wir sind 0,5 Sekunden hinter Zendex Gaming und hoffen, dass wir ihn auch hier wieder folgen können. Jetzt, auch hier, habt ihr das gesehen? Wir rutschen nach außen weg über den rechten Vorderreifen. Das ist tatsächlich, oder ich denke, dass das aufgrund der Hitze ist und natürlich auch der Abnutzung. Wir waren natürlich auch das erste Auto, was in die Boxengasse gefahren ist, weshalb wir dann auch ja ein bisschen mehr Tire Wear haben wie Zendex gerade. Auch hier setzt sie wieder für die Switchback an. Die klappt diesmal besser und da hätte ich quasi die Möglichkeit gehabt, hatte aber Schiss, dass ich durch die Aufwärtsfahrt und das somit Ausfedern der Karosserie mich weggedreht hätte beim Beschleunigen. Deswegen bin ich da nicht voll aufs Gas gegangen. Im Nachhinein hätte ich es vielleicht einfach versuchen können. Es ist jetzt die letzte Runde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir versuchen jetzt, nee Quatsch, wir haben hier nach noch eine Runde. Die Zeit läuft ja jetzt gerade erst ab. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt hier noch reißen können. Zendex hat hier mal einen sehr, sehr weiten Weg genommen, wodurch wir da eigentlich mit dem Audi immer gut reinhalten konnten. Aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, der BMW war beim Rausbeschleunigen echt nicht schlecht und hatte dann seine Defizite leider hier im zweiten Sektor, wo wir mit dem Audi generell ziemlich gut durchfahren konnten, mussten hier jetzt viel, viel lupfen. Liegt natürlich auch an der Dirty Air und den abgefahrenen Reifen. Aber hier kommen wir immer näher dran, ne? Und dann kommt wieder diese Doppellinks, wo wir echt abreißen lassen müssen. Da wieder ein bisschen korrigiert. Auch hier rutschen wir weiter raus. Könnte, wie gesagt, wirklich an den Reifen vorne rechts liegen. Aber das soll jetzt nicht die Ausrede dafür sein. 0,3 Sekunden, karierte Flagge. Also das ist die letzte Runde. Und wir versuchen nochmal anzugreifen. Erwischen den Apex-Punkt hier richtig, richtig gut. Können und wissen jetzt auch, dass wir hier viel, viel später bremsen wie er. Und ich glaube, jetzt hätte ich es einfach versuchen können, vielleicht den Winkel ein bisschen steifer zu machen oder steiler zu machen und innen dran vorbeizugehen. Hättet ihr an dieser Stelle ihn weggebammt, schreibt es mal in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Das war die Rayu Racing League.